Meine Damen und Herren, ich darf mal daran erinnern, wir haben Schülerinnen und Schüler einer Grundschule auf der Tribüne sitzen. Die erwarten von uns, dass wir uns ganz diszipliniert verhalten. Merkt ihr, es funktioniert. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Dann redet ja jetzt genau der Richtige. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, bei allem Respekt, aber ich glaube tatsächlich, dass Sie heute ins falsche Fach gegriffen haben und die Rede von vor einem Jahr hier gehalten haben. Ich will Ihnen das deutlich sagen. Warum haben Sie die Chance, wenn schon Ihre eigene Fraktion Ihnen das Recht gibt, in einer Aktuellen Stunde als Erster zu sprechen, nicht die Chance genutzt, tatsächlich den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land mal klar zu sagen, wo ist eigentlich Ihr Plan? Wo wollen Sie eigentlich hin mit diesem Land? Das, was Sie getan haben, war nichts anderes, als die üblichen Parolen, die üblichen Losungen zu verbreiten, die Sie schon vor einem Jahr verbreitet haben. Sie haben an keiner Stelle sind Sie der aktuellen Situation und der aktuellen Krise, in der wir hier uns gerade befinden, gerecht geworden. Und das halte ich Ihnen vor. Sie tun so, als ob alles gut wäre, alleine, und das tun Sie, das weiß ich, da bin ich mir sehr sicher, dass Sie viele Zeitungen lesen oder zumindest den Pressespiegel. Sie haben kein Wort gefunden in der aktuellen Situation für die Beschäftigten, für die tausenden Beschäftigten der LEAG, die jetzt gerade darum bangen, ob sie denn tatsächlich die Anpassungsgelder in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten Jahren erhalten werden oder nicht. Sie haben kein Wort gefunden zu der aktuellen Meldung der Schließung der gynäkologischen Station im Krankenhaus Eisenhüttenstadt. Sie haben keine Worte dazu gefunden zu den steigenden Preisen beim Schulessen und Kitaessen in Brandenburg. Sie haben insgesamt heute keine Demut gezeigt, sondern Überheblichkeit. Sie tun so, als ob es all diese Probleme nicht gibt und wollen trotzdem eine Notlage erklären. Sie, Herr Ministerpräsident, leben in Ihrer Voigt-Welt. Kommen Sie zurück in die Realität, sonst fahren Sie mit Brandenburg-Geschwindigkeit dieses Land an die Wand. Und das wollen Sie nicht, das weiß ich, aber wir müssen es gemeinsam verhindern. Denn wenn Sie über handlungsfähigen Staat reden, und Ihr Fraktionsvorsitzender hat ja hier zumindest anders als Sie, ich finde, es wäre auch angemessen gewesen, mich schon gefunden hat, warum Sie keine Regierungserklärung abgeben, aber es hat ja Ihr Fraktionsvorsitzender übernommen, will ich Ihnen das schon sehr deutlich sagen. Sie schreiben, die SPD-Fraktion schreibt in Ihren Antrag, ein handlungsfähiger Staat bedeutet, den Sozialstaat zu stärken, soziale Sicherheit zu garantieren und Gerechtigkeit. Das ist richtig. Während Sie, Herr Ministerpräsident, von der erfolgreichsten Zeit des Landes reden, gibt es viele Menschen, die gerade aktuell die Gasrechnung erhalten und gleichzeitig auch die Abschläge für die nächsten Jahre. Und wie geht es denen, wenn Sie als Ministerpräsident hier vorne stehen und sagen, es ist die erfolgreichste Zeit in der Geschichte Brandenburgs? Wenn die lesen, dass die Abschläge sich wieder verdoppeln, dass die Gaspreise, obwohl erzählt wird, die Gaspreise sinken, wir brauchen keine Energiepreisbremsen, dann frage ich mich, und das haben Sie beim letzten Mal abgelehnt, da brauchen Sie gar nicht so mit dem Kopf schütteln von den Grünen, da sage ich Ihnen, wer gleichzeitig die Mehrwertsteuererhöhung schafft, von 7% auf 19%, der muss sich doch nicht wundern, dass Ihre Worte, Herr Ministerpräsident, für diese Menschen sich wie Hohn anhören. Hören Sie endlich auf, denn gleichzeitig die Stromkonzerne, Gaskonzerne machen Milliardengewinne. Sie schaffen es nicht, die Konzerne dazu zu zwingen, die Preise, die deutlich gesunkenen Preise von der Börse an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückzugeben. Und das sagt Ihnen nicht die Linksfraktion, das sagt Ihnen nicht Sebastian Walter, das sagt Ihnen auch die Verbraucherschutzzentrale des Landes Brandenburgs. Das ist Fakt und das müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen. Sie haben nicht den Mut, und das würde ein handlungsfähiger Staat bedeuten. Während Menschen nicht mehr wissen oder Angst haben, Zukunftsängste haben und den Optimismus, den Sie den Menschen versprechen, Herr Ministerpräsident, auch mal wollen und auch mal bekommen wollen, Sie schaffen es nicht, die Konzerne mal an die Kette zu nehmen und endlich über Übergewinnsteuern zu reden. Nein, Sie lassen es weiter so laufen und die Rechnung dafür zahlen auch Brandenburgerinnen und Brandenburger. Genauso auch beim Schulessen. Niemand soll hungrig lernen, niemand soll hungrig in die Schule gehen. Richtig.
Die Kita-Essenpreise, Schulessen, gerade in den Schulen, die Preise steigen von zwischen 5 und 6 Euro, also auf 5 bis 6 Euro. Es gibt Dutzende, Hunderte Abmeldungen. Alleine gestern schon bei Brandenburg aktuell wurde darüber berichtet. Die Notlage hier von vielen Familien, die es sich nicht mehr leisten können, ihren eigenen Kindern ein Schulessen zu bezahlen, die organisieren Sie, weil auch hier Sie sich nicht wehren gegen die Mehrwertsteuererhöhung, obwohl der Landtag etwas anderes beschlossen hat. Und ja, Brandenburg wächst, das ist völlig klar. Und wenn Brandenburg wächst und Menschen zu uns kommen aus unterschiedlichsten Regionen, aus Deutschland, aus anderen Ländern, dann ist es so, dann stellen wir fest, der Städte- und Gemeindebund sagt, es fehlen mindestens 5.000 Kita-Plätze im Land. Mindestens 5.000. Die Städte und Gemeinden haben für Schulen und Kitas insgesamt einen Bedarf angemeldet von 560 Millionen. 560 Millionen. Sie stellen nur die popligen 80 Millionen bereit. Wo, wenn Sie tatsächlich einen handlungsfähigen Staat wollen, Herr Ministerpräsident, liebe Koalition, dann schaffen Sie endlich ein Investitionsprogramm für die Kommunen. Mecklenburg-Vorpommern hat genau das getan, obwohl die genauso wenig Geld haben wie wir. Die geben jetzt Investitionspauschalen an die Schulen aus. Wir haben nicht mehr die Zeit zu warten. Die Notlage in den Kommunen, dass Schulen fehlen und Kita-Plätze fehlen. Was sollen denn die Menschen, die Eltern dann denken von einem handlungsfähigen Staat, von dem Sie reden, aber in ihrem realen Leben findet davon nichts statt. Das ist das Problem und deshalb wenden sich auch so viele Menschen von der Demokratie ab. Das Gleiche auch bei den Sparkassenschließungen. Sie reden von handlungsfähigen Staat. Zu einem handlungsfähigen Staat würde bedeuten, dass sich der Staat mal als allererstes nicht zurückzieht und damit eben auch Sparkassen sich nicht zurückziehen. Was sagen Sie? Haben wir nichts mit zu tun? Können wir nichts machen? So funktioniert ein handlungsfähiger Staat nicht, Herr Ministerpräsident. Das Gleiche, und das will ich Ihnen klar sagen, wenn Sie hier schon Gewerkschaften zitieren, dann sollten Sie auch richtig zitieren und vollständig zitieren. Denn der Vergabemindestlohn in diesem Land, den haben wir als Brandenburg unter Rot-Rot als erstes gemeinsam eingeführt. Und ja, es ist so, in diesem Jahr hätte es eine Anpassung geben müssen. Diese Anpassung wird es nicht geben. Während die Reallöhne in diesem Land sinken, während immer mehr Menschen, obwohl sie arbeiten gehen jeden Tag, obwohl sie fleißig sind jeden Tag, am Ende nicht wissen, ob sie eigentlich noch über die nächsten Monate kommen werden, die lassen sie im Stich. Zu einem handlungsfähigen Staat gehört es nämlich, dass wir verhindern müssen, dass Menschen die Hilfe des Staates brauchen. Zu einem handlungsfähigen Staat gehören gute Löhne und gute Renten. Und deshalb brauchen wir eine Erhöhung des Vergabemindestlohns. Und da schlagen Sie sich auch in die Büsche, Herr Ministerpräsident. Ja, wir haben unvorhergesehene Notlagen und da haben wir sie auch unterstützt. Das ist so und das ist auch die Wahrheit. Aber es gibt auch Notlagen in diesem Land, die organisieren Sie mit Ihrer Politik selbst. Und das müssen wir zumindest verhindern und müssen wir zumindest aus der Welt schaffen. Sie aber drehen sich als Koalition um sich selbst. Sie sind ja selber nicht mal mehr in weiten Teilen handlungsfähig, weil Sie selbstzufrieden sind und abgehoben, weil Sie viele Probleme nicht sehen wollen. Und das ist das Problem. Überschriften und tolle Losungen reichen nicht aus. Und es hat noch nie jemandem geholfen, Herr Ministerpräsident, wenn Sie jetzt hier davon sprechen, wir sind Spitze beim Wirtschaftswachstum. Das ist richtig, mit 6% im ersten Halbjahr. Dann schauen Sie sich aber die Reallohnsteigerung an. Was nützt mir ein Wirtschaftswachstum? Was nützen mir die Dividenden von Aktienkonzernen? Was nützen mir die Profite von Tesla, wenn bei den Menschen in Brandenburg im Portemonnaie nichts ankommt? Ein handlungsfähiger Staat würde dafür sorgen, dass vom Wirtschaftswachstum in Brandenburg nicht nur Tesla profitiert, sondern auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land. Und deshalb, Herr Ministerpräsident, ist es ja auch so, dass in einer Umfrage von INSA über 80% der Brandenburgerinnen und Brandenburger sagen, dass sie ihre Erzählung von Gewinnerregion Brandenburg nicht teilen. Diese Zahlen sollten Ihnen mal zu denken geben, Herr Ministerpräsident. Hier müssen wir handeln und wir sind dazu bereit, gemeinsam zu handeln im Interesse der Menschen in diesem Land. Und ja, es ist so, Probleme und Ängste scheinen Sie immer nur zu stören, aber ich will das auch klar sagen, Sie haben ja nicht mal mehr, und da hätten Sie den Brief der Gewerkschaften mal weiter zitieren müssen zum Thema Schuldenbremse. Ja, es ist so. Herr Keller hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Schuldenbremse legt ganz konkret die Axt an den Sozialstaat, legt ganz konkret an den wichtigen Zielen, die Sie ja auch genannt haben, Herr Ministerpräsident,
Die Schuldenbremse legt die Axt an Gemeinsinn, an Erneuerung, Zusammenhalt und Solidarität. Und deshalb gehört diese Schuldenbremse endgültig abgeschafft. Sie haben auch als Land Brandenburg. Sie beweisen es ja mit Ihrer Politik, dass die Schuldenbremse abgeschafft werden muss. Auch die CDU beweist es im Übrigen, weil auch Ihre Landesregierung, die Kenia-Koalition, seitdem Sie im Amt sind, haben Sie es nicht mit einem einzigen Haushalt geschafft, nur das Geld auszugeben, was Sie einnehmen. Und Sie beweisen damit, dass diese Erzählung von wegen Prignitzer oder schwäbische Hausfrau, dass die nicht funktioniert. Ein Staatshaushalt ist etwas anderes als ein Privathaushalt. Und wenn wir investieren wollen, dann müssen wir jetzt investieren. Die ganzen Notlagen, die Sie hier beschließen, das sind Krücken, die nicht tragen, mit denen man auch nicht laufen kann. Wir brauchen endlich die Abschaffung der Schuldenbremse, um hier tatsächlich auch in Zukunft investieren zu können. Das, was wir jetzt nicht investieren, wird uns in ein paar Jahren teuer, teuer zu stehen kommen. Und deshalb, Herr Keller, vielen lieben Dank für diesen Aufschlag. Ich freue mich, dass Sie unserem Antrag zumindest heute, wenn nicht vielleicht zustimmen, zumindest überweisen werden oder vielleicht im Januar wir gemeinsam eine Verfassungsänderung vereinbaren werden, denn alles andere wäre nur wieder links blinken und dann doch wieder rechts abbiegen und das wollen Sie ja sicher nicht. Ich will das auch klar sagen, wir schlagen vor, dass diese Notlage jetzt nicht im Schnellverfahren hier durch dieses Parlament gepeitscht wird. Dass Sie uns nicht ernst nehmen, damit können wir umgehen, das ist auch nicht unser Problem. Aber Sie sollten die Verfassungsorgane in diesem Land ernst nehmen. Sie sollten das Verfassungsgericht ernst nehmen und die Profis und die Fachleute ernst nehmen. Und deshalb folgen Sie bitte unserem Vorschlag. Folgen Sie unserem Vorschlag, dass wir nicht jetzt die Notlage beschließen, sondern dass wir uns dafür die Zeit geben, gemeinsam mit dem Nachtragshaushalt hier die Punkte, die wir angesprochen haben, für ein gutes Brandenburg dann auch zu übernehmen, hier gemeinsam dann auch zu schauen, welche Notlage dann tatsächlich auch verfassungskonform ist. Nichts wäre schlimmer und nichts wäre ein größeres Konjunkturprogramm für die Feinde der Demokratie hier rechts außen, wenn wir mit dieser Notlage wieder scheitern werden. Wir sind dazu bereit, gemeinsam mit Ihnen für ein gutes Brandenburg im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu streiten und zu kämpfen. Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Lassen Sie uns darüber diskutieren und lassen Sie tatsächlich hier gemeinsam jetzt auch miteinander arbeiten. Vielen Dank.